Einen wunderschönen guten Morgen zu Bildungswerk Live, heute aus Bad Kreuznach und heute zu einem schönen Thema Griechenland. Ich würde euch gerne mitnehmen auf eine kleine Reise in den Norden Griechenlands und aus dem Hintergrund, der Norden ist relativ unbekannt. Normalerweise kennt man Griechenland ja aus den typischen Urlaubsfotos mit Sonne, Strand und Meer. Und heute würde ich euch gerne eine unbekannte Region vorstellen, die, wie gesagt, im Norden liegt. Wir können uns das auch gleich mal hier anschauen im Detail. Und zwar werden wir uns heute bewegen rund um die Region Thessaloniki, rund um Veria. Das ist so in der Region Makedonien. Weiter unten liegt Thessalien, da befindet sich so auf der Grenze der Olymp, ganz bekannter Berg natürlich, der höchste Berg Griechenlands. Ansonsten werden wir uns Richtung Westen bewegen, in die Region Epirus, auch eine ganz ursprüngliche Gegend mit einem hohen Gebirge, das Pindos-Gebirge. Und das wäre heute so im Groben unsere Reiseroute, wie ihr seht. Wir machen noch einen kleinen Abstecher auf Chalkidiki mit dem Berg Athos. Der liegt hier ja so im Süden unserer Reiseroute. Da werden wir auch nochmal das normale, in Anführungszeichen, Griechenland sehen. Aber ansonsten, wie gesagt, eher so uns im Grünen bewegen. Und der Start ist jetzt erstmal aber in einer Großstadt in Thessaloniki. Thessaloniki ist so die zweitgrößte Stadt Griechenlands, als touristisches Highlight jetzt auch weniger interessant. Also ich glaube, die meisten sehen von Thessaloniki nur den Flughafen. Ansonsten lohnt sich dann doch die eine oder andere Tour in die Stadt. Ein paar Sehenswürdigkeiten gibt es auch hier zu erkunden. Hier sieht man einen Teil der alten Stadtmauer zum Beispiel. Und ansonsten natürlich das griechische Leben, die griechische Großstadt. Das Ganze hat man natürlich in Thessaloniki hier live und in Perfektion. Und es gibt viele tolle Ecken, auch unten am Hafen hier das Touristenschiff im Hintergrund. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Der Weiße Turm hier war mal ein Gefängnis, auch eins der größten Sehenswürdigkeiten, der bekanntesten Sehenswürdigkeiten hier, der Weiße Turm von Thessaloniki. Und ansonsten ein Tipp, einfach mal reingehen in das Gewusel und sich in die Markthalle zu stürzen. Das lohnt auf jeden Fall immer in jeder Stadt und auch hier in Thessaloniki, in der Altstadt, in die Markthalle, einfach mal die Atmosphäre aufsaugen und so am Leben teilnehmen. Das ist ein großartiges Erlebnis und natürlich dreht sich hier vieles ums Essen. Großartige Lebensmittel, natürlich Fisch und in allen Variationen. Ja. Und die Altstadt an sich auch ganz sehenswert mit vielen kleinen Ecken, wo man auch sich niederlassen kann. Natürlich leckeres Essen, aber auch kleine Handwerksbetriebe, wie hier jetzt ein Schuhmacher, der noch seinem Handwerk nachgeht. Also ganz traditionelle Handwerksbetriebe hier zu erkunden. Dann, und wenn wir die Großstadt Thessaloniki verlassen, kommen wir so in die Region, wo es dann so langsam Richtung Berge geht. Also wir haben hier jetzt die Region um Veria erstmal so als Ausgangspunkt genommen, weil man von da aus ganz gut A, ein paar Abstecher machen kann ans Meer, B, natürlich ins grüne Hinterland. Und Veria, wir sehen hier ein schönes Foto aus dem Frühjahr, ist sehr geprägt durch Landwirtschaft, durch Obstbau, und hier blühen dann im Frühjahr natürlich die ganzen Obstbäume. Und ganz in der Nähe lohnt sich dann der erste wirklich sehr interessante Abstecher nach Verina. Da haben wir die Königsgräber und
die Königsgräber sind von Philipp, König Philipp II. Von Mazedonien. Das heißt, wir haben hier die Chance, ja, abzutauchen in das vierte Jahrhundert vor Christ, vor Christi. Und König Philipp war der Vater Alexander des Großen. Und der ist hier begraben worden. Und das Besondere an dieser Grabstätte ist einfach die Tatsache, dass die, ja, die Grabstätte halt unberaubt und praktisch unversehrt gefunden wurde. Und dementsprechend kann man da ganz tolle Ausstellungsstücke sich anschauen und kann diese Grabstätte besichtigen. Und neben Mykene, Troja und dem ägyptischen Teil der Könige ist es eine der bedeutendsten Grabstätten der Welt. Ja, man taucht sozusagen wirklich ab in den Untergrund. Die Grabstätte, das Museum befindet sich im Untergrund und man hat hier die Chance, wirklich einzigartige Schätze zu bewundern. Hier eine Krone und den ganzen Prunk dieser Ausgrabung. Hier sieht man das Grab an sich, also den Eingang zur Grabstätte, das Original. Und natürlich viel Gold, viele wertvollen Sachen, Rüstungen, Schwerter, Schilder aus der damaligen Zeit. Und Wandmalereien, hier ein paar Motive aus der griechischen Sagenwelt, aus der Mythologie. Und ein paar Kilometer weiter sieht man eine Art Neubau dieses Museums, beziehungsweise eine Art Erweiterung. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt hier nur der Rohbau, das ist auch wieder so ganz typisch griechisch. Man fängt was an und irgendwann geht der Geldhahn zu. Das wurde natürlich hier mit EU-Mitteln auch finanziert. Keiner weiß so richtig, was jetzt, wie es jetzt mit diesem ganzen Gebäudekomplex weitergeht. Letztendlich steht das schon ein paar Jahre leer und wartet da irgendwie auf die nächsten Schritte. Ja, mal gespannt. Vielleicht wird es irgendwann mal fertiggestellt und dann wird diese Region noch interessanter zu besuchen, aber definitiv jetzt schon ein Tipp für alle Geschichtsinteressierten, die Region um Vergina. Ansonsten, ich habe es schon erwähnt, viel Obstbau in der Region, viel Landwirtschaft. Man sieht hier viele Genossenschaften auch, die sich zusammengeschlossen haben, um den Obstbau da zu vermarkten, um die ganzen Pfirsiche in erster Linie, aber auch Kiwis, Feigen und Granatäpfel, also eine sehr fruchtbare Gegend. Hier nochmal ein Bild aus dem Frühjahr. Und ein paar Kilometer weiter sieht man den Aliakmon. Das ist einer der längsten Flüsse in Nordgriechenland, entspringt da auch im Pindusgebirge und läuft da in seinem Verlauf auch an Verea vorbei. Auch ein Bild hier aus dem Frühjahr mit sehr tollen Farben. Allerdings ja, täuschen diese Farben, diese Idylle so ein bisschen über die Wasserkraft hinweg. Also sieht ja ein bisschen fjordähnlich aus hier. Aber letztendlich Wasserkraft. Auch nochmal der Hinweis, dass es in erster Linie jetzt keine saubere Energie in dem Sinne ist, wie viele vermuten, sondern man kann hier schon erahnen, wie viele tolle Schluchten und Klammen hier das Wasser einfach bedeckt, wie viel Landschaft hier zerstört wurde. Das auf der einen Seite, aber die neuesten Studien sagen auch, dass die Umweltbilanz dieser Wasserkraftwerke auch nicht positiv ist, sondern eher negativ, auch durch die ganzen Abbauprozesse, durch die Verschlammung dieser ganzen Gebiete, wird die CO2-Bilanz nicht mehr grün, sondern ist im roten Bereich. Also von daher, auch in Griechenland sind viele Kleinkraftwerke gebaut, also das ist wirtschaftlich auch sehr fraglich. Und wer sich für das Thema Wasserkraft und Umweltschutz interessiert, gerne nochmal der Hinweis hier auf die Seite riverwatch.eu. Da kann man sich ein bisschen näher und eingehender noch informieren,
über die ganzen Naturzerstörungen. Im Prinzip ist der ganze Balkan inklusive Griechenland von Flussverbauung bedroht. Das heißt, es werden im Prinzip in ein paar Jahren nicht mehr viele Flüsse übrig bleiben, die in ihrem Verlauf noch Natur und ja, wild und ursprünglich sind. Aber natürlich auch faszinierende Perspektiven hier von diesem Stausee, der ist riesig, riesig lang, hier eine Brücke, die über die Mitte führt. Und was an dem Fluss auch noch zu finden ist, sind eine Menge Klöster. Klöster sind in Griechenland natürlich sehr verbreitet. Religion ist ein sehr bestimmendes Thema und ein Abstecher in ein Kloster lohnt sich auch auf jeden Fall. Ganz besondere Atmosphäre, Stille, Ruhe und vielleicht die ein oder andere Begegnung mit dem Mönch. Teilweise sind die auch aus Deutschland und sprechen Deutsch. Und ja, hier so ein Kloster im Umbau, auch der griechische Way of Life, so viel Improvisation und wird schon werden. Das Motto, ein Blick von innen nach außen auf den Stausee. Und in der Regel sind die Klöster natürlich auch an sehr exponierten und sehr, ja, schönen Stellen gebaut. Hier nochmal ein kleiner Wasserfall in der Nähe des Klosters. Und wie gesagt, der Ausblick der exponierten Stellen in die jeweilige Landschaft. Die ganzen heiligen Bilder, die man dann auch natürlich erwerben kann. Ja, Religion, sehr bestimmendes Thema, ich habe es schon erwähnt. Und ja, unser großes Thema ist natürlich hier auch Berge, Berge im Norden Griechenlands mit ganz faszinierenden Stimmungen, auch bei schlechtem Wetter sieht man hier im Bild. Das müsste schon der Eingang sein zum Pindosgebirge, aber hier erst nochmal die Region, in der wir eben waren, rund um Verdia. Unten ist der Stausee und was man hier immer auch findet, sind alte, verlassene, zerfallene Gebäude. Die Vergänglichkeit an vielen Stellen. Hier sieht man ein altes Schild eines LIDA-Projektes. Wahrscheinlich wurde die Straße durch EU-Mittel hier mal finanziert und ja, EU-Mittel fließen in viele Projekte, was auf der einen Seite gut ist, aber wir haben es ja eben durch das Museum oder am Beispiel des Museums gesehen. Es gibt halt auch ein paar Projekte, die verlaufen einfach im Sande und da fragt man sich dann schon, ob das Sinn macht. Und ja, so auf dem Roadtrip durch die Berge findet man dann manchmal so im Niemandsland auch irgendwelche, das dürften Wasserbehälter sein, aber schön mit Graffiti dran, was man eigentlich jetzt nur in der Stadt vermuten würde. Schönes Foto, wie ich finde. Und man kommt natürlich auch an dem ein oder anderen Skigebiet vorbei. Ja, Griechenland ist auch Wintersportgebiet. Das sieht im Sommer dann so aus wie bei uns in den Alpen, logischerweise. Aber im Winter auf nahezu 2.500 Meter kann man selbstverständlich auch Skifahren, Snowboardfahren, alle möglichen Wintersportarten ausüben. Hier jetzt im Herbst der Blick in die Ebene, beziehungsweise das müsste nach Osten sein. Es könnte aber auch nach Nordmazedonien sein oder Albanien, die relativ nah oben an Griechenland grenzen. Hier ist der Blick von einem Berggipfel Richtung Olymp. Also das heißt, in der linken Bildhälfte müsste dann irgendwann das Meer kommen und geradeaus der letzte Gebirgszug im Hintergrund, das ist das Gebirgsmassiv des Olymps. Hier nochmal ein bisschen in der größeren Aufnahme, also man sieht hier so die drei Gipfel des Olymp in weiter Ferne, aber deutlich erkennbar. Und wenn man von da aus weiterfährt, kann man natürlich auch das Meer mitnehmen, das Griechenland, so wie man es eigentlich kennt. Im Frühjahr auch ganz besonders die Stimmung mit den ganzen blühenden Wiesen.
Hier haben wir nochmal eine Seefahrer-Kreuzfahrerburg aus dem 3. Jahrhundert. Palatamonas nennt sich diese. Ist auch eine schöne Ruine, kann man toll besichtigen mit Ausblick ans Meer und auf die Strände. Das gibt es natürlich auch in Nordgriechenland. Und im Frühjahr ist das Ganze ein bisschen verlassener als im Sommer. Man kann da wirklich noch schöne Spaziergänge machen am Strand und begegnet dann teilweise keiner Menschenseele. Wenn man am Strand ein bisschen weiter geht, kommt man in die Region des Olymps. Also den sehen wir hier im Hintergrund und auch der normale Zustieg sozusagen über diese Art Schlucht. Das heißt, die normale Straße geht bis auf eine gewisse Höhe hier in diesem Tal entlang und dann endet man an einem Parkplatz. Von diesem Parkplatz aus kann man dann seine Wanderung oder seine Bergbesteigung des Olymps in Angriff nehmen. Man kann auch teilweise mit einem Esel hochreiten auf, ich glaube, 2000 Meter bis zur Berghütte. Da übernachtet man in der Regel und kann dann die letzten Höhenmeter an dem zweiten Tag, also es ist definitiv eine 2- bis 3-Tagestour. Wenn man auf den Olymp gehen möchte, das sollte man dann auch nur im Sommer machen, weil man sieht hier im Frühjahr, gibt es noch relativ viel Schnee. Ausgangspunkt ist Litochoro. Das liegt eigentlich direkt am Meer. Und das ist auch das Besondere, dass man den Olymp quasi vom Meer aus besteigen kann. Das sieht man hier auf den nächsten Fotos. Man steht sozusagen auf Meereshöhe und sieht im Hintergrund die schneebedeckten Gipfel des nahezu 3000 Meter hohen Olymps, und das ist schon eine besondere Perspektive. Ich gehe nochmal zurück. Das ist das Bad des Zeus. Also wenn man sich in diesem Tal bewegt, gibt es natürlich unten auch einen Fluss, und ich als Paddler muss natürlich alle Flüsse da auch gesehen haben oder im Idealfall auch gepaddelt haben. Aber das hier hat ein bisschen wenig Wasser zum Paddeln, aber das ist wohl auch eine ganz bekannte Stelle, das Bad des Zeus hier mit so zwei tiefgrünen Gumpen. Das nochmal ein Blick von unserer Burg in Richtung Olymp. Und wie gesagt, hier die Hafenansichten, auch hier im Hintergrund ganz besondere Stimmung. Hier im Winter war das, und man steht sozusagen im Hafen und sieht das Gebirgsmassiv mit den schneebedeckten Gipfeln im Hintergrund. Ja, der Way of Life hat viel mit Improvisation zu tun und einfach, ja, wir machen mal, ich nenne es mal so, die deutschen Elektriker würden sich wahrscheinlich bei diesem Konstrukt, würden die Haare zu Berge stehen, würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es geht, es funktioniert in den meisten Fällen. Man fängt halt, wie gesagt, einfach an und schaut mal, was entsteht, oder die Geldquellen versiegen, wie schon gehört. Also was man viel entdeckt, sind Bauruinen an, ja, es wird halt angefangen und wer weiß, entweder machen die Griechen das, um die Behörden zu umgehen, zu sagen, hier, wir haben jetzt schon so lange ein Bauwerk hier stehen, wir müssen das jetzt zu Ende führen, ich weiß es nicht, es hat wahrscheinlich verschiedene Gründe, aber es ist auf jeden Fall an vielen Stellen zu sehen, dass entweder Gebäude verfallen oder an Neubauten einfach nicht weitergebaut werden. Natürlich hat die Krise viel zerstört, und das sieht man auch an vielen Stellen, und den Leuten geht es auch teilweise noch nicht gut, die Arbeitslosigkeit ist hoch, also man merkt, dass die Krise auf jeden Fall ihre Wunden hinterlassen hat, und das schlägt sich natürlich auch in den Bautätigkeiten nieder. Ansonsten einfach mal abstellen, klar, findet man in Deutschland vielleicht auch, in Griechenland ein bisschen mehr. Man findet auch viele vermüllte Ecken,
muss man einfach dazu sagen, das ist schade, aber so langsam findet auch da ein Umdenken statt. Way of Life, da gehört natürlich das Essen trotz allen Widrigkeiten dazu. Hier eine Ziege am Spieß, also an Ostern wird natürlich traditionell das Lamm gemacht, aber durchaus sehr verbreitet auch viele Ziegen gegessen und gerne gegessen. Und wenn man dann eingeladen ist, kann man mit gutem Gewissen dann auch sagen, dass man definitiv satt wieder herauskommt. Das heißt, Essen und Trinken gehört natürlich ganz, ganz stark zur Kultur in Griechenland dazu. Das wissen aber auch, glaube ich, die meisten. Ja, wenn man in der Region Thessaloniki bzw. Veria ist, lohnt sich auch ein Abstecher nochmal auch so in dieser klassischen Urlaubsregion, und Chalkidiki mit den drei Fingern gehört da auch dazu. Das heißt, es gibt drei Halbinseln, die sozusagen wie Finger in das Meer reinreichen. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, findet man da auch in der Hauptsaison ein paar ruhige Plätze, die traumhaft aussehen, so wie hier. Das heißt, nahezu weit und breit, keine Menschenseele, einsame Sandstrände. Und hier der Blick vom zweiten auf den dritten Finger sozusagen, das ist der Berg Athos. Der Berg Athos ist eine orthodoxe Mönchsrepublik, also quasi einen autonomen Status und unter griechischer Souveränität. Und auf dem leben nur Männer, und es dürfen auch nur Männer diesen Berg, diese Mönchsrepublik besuchen. Genau. Und wenn man die gegensätzliche Richtung einschlägt, kommt man so langsam in das Pindusgebirge, das sich so von Norden nach Süden zieht und teilweise bis zu 2500 Meter hohe Berge hat. Und hier sieht man, dass die wohl bekannteste Region dieses Pindusgebirge, Meteora. Meteora sind diese Klöster, die sozusagen auf den Felsen gebaut wurden, ist UNESCO-Kulturerbe. Und gerade mal überlegen, ich glaube, es gibt 24 einzelne Klöster, die auf diesen Felsnadeln gebaut wurden, und momentan sind davon nur noch 6 bewohnt bzw. zu besichtigen. Die anderen sind entweder zu gefährlich zum Besichtigen oder sind teilweise unbewohnt. Und ist relativ gut erreichbar mit dem Auto, kann man also durch diese Felsnadeln auch fahren und kann dann an dem einen oder anderen Kloster auch Stopp machen und kann diese besichtigen. Und ansonsten sind die Felsen natürlich auch Klettergebiet. Das heißt, das gehört zu den bekanntesten Klettergebieten in Griechenland, die Meteora. Region, das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Ja, wenn man von Meteora, die Stadt unten heißt Kalambaka, weiterfährt in die Berge, kommt man so in den wildesten Teil des Pindosgebirge, und das sieht man spätestens, wenn man diese Schilder trifft sozusagen. Das ist Bärenland, ja, also es gibt hier viele Braunbären, und ansonsten kommt man dann in das in die Region Epirus. Epirus ist, glaube ich, am bekanntesten mit dieser Vikos-Schlucht. Das sieht man hier im Bild, also ist eine sehr imposante Schlucht und hat quasi eine maximale Tiefe, das schwankt so ein bisschen zwischen 600 und 1000 Meter in der Beschreibung. Auf jeden Fall steht diese Schlucht im Guinness-Buch als tiefste Schlucht der Welt, ja, also auch relativ unbekannt. Die meisten würden sagen, Grand Canyon ist am tiefsten. Also das ist halt natürlich Definitionssache. Definition war hier, dass die tiefste Schlucht der Welt dadurch bestimmt ist, dass durch das Verhältnis zwischen Tiefe und Breite, ja, also das war sozusagen das maßgebliche Kriterium. Und dann
Unter diesen Voraussetzungen steht die Vikos-Schlucht im Guinness-Buch der Rekorde. Unten sieht die dann so aus. Genau, der Fluss in der, also es gibt einen Fluss, der heißt Vikos. Es gibt aber auch noch mehrere andere Quellflüsse und insgesamt heißt der Fluss dann Voidomatis. Und hier sieht man zum Beispiel eine oder mehrere Quellen dieses Flusses. Also oberhalb ist trocken und da kommt dann einfach die grüne, türkisfarbene Quelle aus dem Boden heraus und der Fluss beginnt und ist ansonsten auch Kajakfluss und bietet sonst natürlich Möglichkeiten zum Wandern. Hier sieht man eine Wandergruppe auf dem Abstieg von der, ja, von dem Eingangsdorf sozusagen runter in die Schlucht. Und auch der Arachtos, das ist ein weiterer Fluss hier in dem Gebiet, ist, man sieht es hier im Bild, auch für Wassersport geeignet, für Rafting. Und ja, steht noch auf meiner To-Do-Liste, muss ich das nächste Mal unbedingt mal hin. Das Schöne daran ist, dass sich in der Region auch so ein paar kleinere Tourismusunternehmen mittlerweile, die sich dem Abenteuer oder dem umweltverträglichen Tourismus verschrieben haben, gebildet haben. Und da gibt es quasi so zarte Pflänzchen eines gesunden Tourismus und den sollte man auf jeden Fall auch unterstützen. Ausgangspunkt ist hier Plaka. Und genau, hier nochmal ein Tipp für alle Paddler. Also Griechenland bietet noch mehr paddelbare Flüsse, als man denkt. Und das ist immer noch so der Standard in der Kanu-Literatur, Greco, Wildflüsse Griechenlands. Kann man noch kaufen, ist quasi ein antikes Buch, aber zählt in den meisten Fällen noch immer, beziehungsweise die Flussbeschreibung kann man natürlich auch im Internet anlesen. Ja, von den Sportarten im Pindos-Gebirge natürlich alles, was man ansonsten in allen anderen Gebirgen auch machen kann. Wandern ist ein großes Thema. Bergsteigen haben wir eben schon gesehen. Also auch ja, die Bergtour auf den Olymp wäre ein lohnendes Ziel. Aber es gibt natürlich auch viele gemäßigte Touren, die einfach vom ganz normalen Spaziergang bis zur mehrtägigen Wanderung hier alles bieten. Und insgesamt, wie gesagt, diese grüne, relativ unbekannte Region hier in Griechenland als Gegenpol oder als andere Erfahrung, als andere touristische Erfahrung, als jetzt der typische Inselurlaub. Ja, wir haben hier nochmal ein paar Eindrücke, Wasser in vielfältigen Attraktionen, in vielfältigen Varianten hier nochmal. Das müsste in der Region von Nausa sein. Ein künstlicher Wasserfall mit dem Vorteil, man kann hinter dem Wasserfall entlang gehen und hat dann mal eine andere Perspektive. Ja, dann wären wir schon für heute am Ende. Das war sozusagen eine kleine Rundreise im Norden von Griechenland. Wir haben ja einen anderen Reiseexperten noch bei uns im Team, unser Kollege Frank Hartmann. Vielleicht werden wir in Zukunft mal eine schöne Rundreise in diesem Stil anbieten können. Wir würden uns freuen, auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch Interesse habt, vielleicht mit einer Gruppe eine solche Tour mal zu machen. Wir stehen da gerne auch bereit und würden dann auch für Gruppenreisen unser Know-how zur Verfügung stellen und so eine Reise auch mal organisieren. Wäre Neuland für uns vom Bildungswerk Sport, aber definitiv, ich glaube, das wäre ein lohnendes Ziel. Ja, ansonsten bleibt mir noch der Hinweis auf morgen, 10 Uhr, morgen Bildungswerk live, an dieser Stelle Kooperationsvereine im Fokus. Da stellen wir den SSV Nordhofen vor im Westerwald mit unserem Kollegen Markus Böhm. Und von daher wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.